Moin, hallo und willkommen zurück zu 9 Clues, The Secret of Serpent Creek oder die 9 Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Ich brauche immer noch ein, ja weiß ich nicht, ein Messer oder sowas, ne, damit ich hier diese Folie befreien kann. Das ist immer noch da, ne, es folgt ihm immer noch, beziehungsweise mir. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo ich jetzt hier noch ein, eine Klaue finde? Das ist aber nicht normal für eine Schlange. Eine Klaue dürfte das normalerweise nicht sein. Aber okay. Jetzt habe ich das Laken, sag ich mal so, für die Leinwand. Die fehlenden Dias. Serpent Creek. Nachrichten. 15. Februar 1901. Meteor weiterhin unauffindbar. Goldstadt wird zu Serpent Creek, während Schlangen das Gebiet heimsuchen. Okay. Serpent Creek Nachrichten. 14. Juni 1948. Das ist jetzt 47 Jahre her. Millionär kauft das Küstenland von Serpent Creek. Viele spekulieren, dass die geschlossene Goldmine wieder aufgebaut wird. Das ist der Dude hier, okay. Serpent Creek Nachrichten, 20. Mai 1949. Hiesiger Friedhofsangestellter wegen Grabraubs angeklagt. Frozen B, 29, wurde auf frischer Tat vom Sheriff ertappt. Das ist der Hotelbesitzer. Serpent Creek Nachrichten, 8. April 1950. Zwei Jahre später, John Mercier stirbt im Alter von 60 Jahren. Todesursache unbekannt. Es wurden keine Zeichen eines Kampfes und keine Waffe gefunden. Ich würde sagen, es war Schlangengift. Ich weiß nicht, ob die, ja, wobei, keine Todesursache, wenn er vergiftet wurde, würden sie wahrscheinlich feststellen. Tja, weiß nicht. Aber irgendwie sowas. Serpent Creek Nachrichten, 27. Mai 1950. Sheriff Wilson stellt die Ermittlungen im Todesfall des Bürgermeisters ein. Die Einzelheiten des mysteriösen Todes werden vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Das heißt, der hat einen Pakt geschlossen mit ihm hier. Serpent Creek Nachrichten, 20. November 1950. Alistair Braminus wird der neue Bürgermeister von Serpent Creek und verspricht den Bürgern der Stadt eine neue Zukunft. Well, well, well. Look who's crashed the wedding. Give me one reason why I shouldn't turn you in for burglary. Let me get this straight. A creature breaks into the library to read some books. Right. Keep out of the library before I lose my patience and send you to an asylum. Now get out! Did you find anything? What? The hotel manager killed Joe? That reporter? No way. The cemetery? I think it's somewhere west from off the town square. I'd go with you, but someone needs to keep an eye on our sheriff, right? If you're gonna spy on Black, you're gonna need this. Finde 5 Hinweise, die mit deiner Ermittlung in Verbindung stehen. 9 brauche ich, das heißt 4 Hinweise fehlen noch. Schlüssel von Folsen. Hello again. I am looking for Mr. Black. Have you seen him? It appears he is elsewhere. If by some chance you run into him, please tell him I need to speak with him. Thank you. Die sind doch alle nicht ganz koscher, Mann. Der ist doch bestimmt auch schon platt gemacht worden und aus dem Weg geräumt worden, oder? Okay. Radfahrerausrüstung. Was bitteschön ist eine Radfahrerausrüstung? Als Radfahrer brauche ich noch eine Sache. Okay. Die Brille hier. Okay. Dann ein Friedenszeichen. Ist da. Eine Taschenflasche. Ist hier. Ein Stück Kohle. Da. Brecheisen. Apfelkerne. Ein Dartpfeil. Steckt hier. Knochen. Da steckt übrigens noch eine Schlange drin. Ne? Knochen? Da, Knochen. Ein Korken. Ich habe hier einen Korkenzieher gesehen. Den muss ich jetzt hier irgendwo da.
Ein Korken. Ein Stiefel. Ein Lineal und ein Stück Seife. Ich habe Brecheisen gekriegt. Okay, was bringt mir das Brecheisen? Ich habe hier wohl einen talentierten Dieb gefunden. Der Hebel wurde abgebrochen. Dann nehmen wir die Brechstange. Bäh, das Brecheisen ist zu dick. Uhren, Ohrringe, Armbänder, Halsketten vermutlich gestohlen. Du hast dein erstes Hinweissymbol gefunden. Im Spiel sind 9 Hinweissymbole versteckt. Sammle alle, um eine Trophäe freizuschalten. Besuche die Trophäengalerie über das Menü. Ach, Quass. Das ist das erste Ding, was ich gefunden habe. Ich suche schon die ganze Zeit nach so Sammlerdingern, aber ich habe sie bisher nicht gesehen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Eine Brechstange. Was haben wir hier? Certain Creed Nachrichten, 25. August 1953. Ein Gentleman mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Steckt hinter dem Schlangenfestival noch etwas anderes? Bürgermeister Braminus scheint gar keine so saubere Weste zu haben. Das scheinen die alle nicht. Die wollen alle irgendwas. Kein Griff, aber ich kann es wohl aufbrechen. Okay. Da war noch mehr Zeug drin. Das kriege ich jetzt nicht auf, ne? Der Hebel wurde abgenommen. Ich muss den Hebel haben dann, also, ja? Ich komme wieder. Oh, hier ist noch was. Ich wollte das alles nicht. Als Außenseiter war es für mich einfach, diese Bedingungen zu akzeptieren, Touristen dazu zu bringen, das Gift zu trinken, sie während ihrer Abwesenheit zu bestehlen, ihre Körper zu verstecken. Nur so konnte ich mein Leben retten, aber das geht einfach zu weit. Der Reporter hat mich überrascht. Ich geriet in Panik. Ich war so nah dran. Er wusste alles. Er hatte die Aufnahme. Ich musste etwas unternehmen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Beinahe hätte ich es geschafft, von hier wegzukommen. Vielleicht lässt er mich ja gehen, wenn ich ihm etwas bezahle. Blake scheint wegen seiner Taten Schuldgefühle zu haben. Das sollte er auch. Ich habe einen Stift mitgenommen. Was bringt mir dieser Stift? Ich habe keine Ahnung. Friedhofsschlüssel und die Axt. Okay, dann gehen wir zum Friedhof. Da darf ich jetzt auch nicht mehr hin. Jetzt gehe ich ein bisschen axten. Und der Weg ist frei. Wer wird schon baut bitte schon da einen Weg hin? Diese Farbe habe ich bereits gesehen. Das ist dieselbe Substanz wie die in Blacks Schublade. Hm, das sieht wie ein Versteck aus. Wie kann ich es aber öffnen? Da fehlt ein Stein. Wo ist der Schlangenkopf? Das ist eine Urne. Das ist ein kniffliges Schloss hier. Eine Urne und ein Stift. Da ist ein Schlangenkopf. Okay, einen Schlangenkopf habe ich hier eingesetzt. Und jetzt? Einen schweren Griff habe ich hier noch. Ich weiß nicht, wozu der schwere Griff gut ist. Der Hebel fehlte. Das zu öffnen der Tür brauche ich wohl einen Totenkopf. Den Rest kann ich mir nicht angucken. Was ist das hier? Sind das echt die Hinweise? Habe ich die jetzt alle hier? Oh Mann. 9 Hinweise gibt es. Also muss ich 9 Dinger finden. Die Frage ist, ob ich die noch alle einsammeln kann. Da kann ich nicht mehr hingehen. Das kann ich mir auch nicht mehr angucken. Da ist noch ein Symbol. Wenn ich Glück habe, finde ich die hier noch. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Weil ich habe schon einige Sachen verpasst halt, ne? Ich glaube, die Trophäe kriege ich nicht mehr zusammen. Das wäre uns zu einfach. Hier noch ein Symbol oder so? Nee, ne? Das Zimmer mit der Nummer 8. Da ist auch kein Symbol, ne? Nee. Die 9 Hinweise.
Der Hebel wurde abgenommen. Das passt nicht, ne? Nee. Eine Urne habe ich. Was bringt mir diese Urne? Und warum nehme ich die mit? Dann gehen wir wieder aufs, auf den Friedhof. Warte mal, ich kann mal zurückgehen. Da hinten geht's ja zur Polizei. Die Sheriff hat mich rausgeworfen. Ich kann da jetzt nicht mehr zurückkehren. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich anklicken konnte? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ist da auch kein Symbol mehr oder so, ne? Nee, nicht zu sehen. Okay. Das habe ich reingemacht. Hier fehlt noch eine Lampe eigentlich. Sieht wieder ein Versteck aus, aber wie kann ich es öffnen? Mit der Brechstange? Wäre zu einfach, ne? Mit dem Hebel? Auch nicht. Taschenlampe? Kann ich was angucken? Nein. Wozu habe ich hier eine Urne? Verstehe ich noch nicht ganz. Gucken wir mal. Ich habe jetzt zuerst die Kartenfunktion. Mache ich mal auf hier. Aktion verfügbar. Da muss ich auf jeden Fall noch hin. Die Aktionen werden ja nicht mehr angezeigt. Aber die Aktion habe ich ja hier auch schon erledigt. Zum Friedhof kann ich gehen. Hotel Klapperschlange, jawohl, ja. Da muss immer noch der Totenkopf rein. Ich müsste hier noch was machen. Wie kann ich es öffnen? Das Versteck. Gute Frage. Mit der Brechstange geht's nicht, ne? Ich hab doch schon so eine schöne Brechstange, darf ich nicht benutzen. Und Uhren oder so kann ich auch nicht gebrauchen, ne? Ich habe die Sachen hier repariert. Wohl eher nicht. Ich bin hier richtig, ne? Ja, hier muss ich was machen. Eine Aktion ist hier verfügbar. Kann ich mit dem Stift was anfangen? Hier auch nicht, ne? Was drücken. Tja, das sieht wie ein Versteck aus. Wie kann ich es aber öffnen? Ich würde da irgendwas reindrücken oder so. Oder mit der Brechstange ein bisschen draufhauen? Das geht auch nicht. Den Hebel weiß ich jetzt auch nicht. Wofür kann ich so einen Hebel gebrauchen? Kann ich hier was leuchten? Auch nicht, ne? Fragen über Fragen. Eine Urne, ein Stift, ein Brecheisen. Wenn es so offensichtlich ein Versteck ist, dann die Farbe habe ich bereits gesehen. Das ist dieselbe Substanz wie auf Black Schublade. Kann ich die Urne da benutzen? Nein. Ist denn hier noch irgendwas nutzbar? Nein. Ich würde pauschal behaupten, es geht da. Da muss Licht dran. Hier muss noch Licht sein. Wie kann ich denn Licht machen hier? Taschenlampe? Nein, bringt auch nichts. Schwerer Griff, weiß nicht. Hier muss auf... Was ist denn schon wieder kaputt? Warum schmeißt er mich jetzt immer hier aus dem Spiel? Das ist doch schon wieder nervig hier. Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was das ist hier. Irgendwie kriege ich hier immer eine Meldung. Oder beziehungsweise er will mich hier aus dem Spiel schmeißen wegen irgendwas. Ich weiß aber nicht, warum. Oder habe ich das gekriegt, weil ich hier eine Trophäe gekriegt habe. Beziehungsweise noch, noch eine Spielkarte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Normalerweise habe ich sowas nicht eigentlich, dass ich hier aus dem Spiel fliege. Ein Stift, ein schwerer Griff. Eine Urne. Hier müsste Licht rein. Ich müsste hier Licht reinkriegen. Sagt mir auch, hier muss ich irgendwas machen. Hier kann ich nichts machen, ne? Ich glaube, der Totenkopf ist da drin. Das Ding hier. Das, was ich brauche, ist Licht hier.
Ich weiß es gerade nicht. Ich habe noch einen Bleistift gekriegt. Ich gehe nochmal ins Hotel zurück. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Der Hebel wurde abgenommen. Ich würde ja gerne hier das machen. Was geht nicht? Mit dem Stift geht's auch nicht? Nee. Und mit der Urne drauf vorn brauche ich auch nicht hier. Ich habe hier wohl einen talentierten Dieb gefunden. Das habe ich schon gefunden. Models konnte ich noch niemals leiden. Man kann ihnen nicht vertrauen. Okay. Da war sonst nichts mehr, ne? Ein paar Notizen. Moment, kann ich hier noch was machen? Nee. Wofür habe ich denn den Stift noch mitgenommen? Ich weiß es nicht. Die Karte sagt mir hier. Stadtplatz ist das hier? Das ist ein Baum, okay. Okay. Ich muss zum Friedhof, definitiv, aber ich muss das irgendwie zum Leuchten bringen. Dann wird das wahrscheinlich aufgehen. Ich weiß nur nicht genau wie. Dieselbe Substanz wie auf Blacks Schublade, wie in Blacks Schublade. Tja, das muss ich nochmal rausfinden. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.